Herzlich willkommen zu dem Spaß mit Werkzeug News, unserem unregelmäßigen News Update. Hier erfahrt ihr alles, was gerade so im Haus passiert ist, wie weit wir sind, was als nächstes ansteht, welche Werkzeuge wir als nächstes unboxen, verwenden werden oder was sonst noch Aufregendes hier passiert ist. Die erste Folge unserer Spaß mit Werkzeug News gibt es zur Feier unseres einmonatigen Bestehens und was soll ich sagen, ihr seid die Geilsten. Vielen, vielen Dank für 1500 Klicks, die freundlichen Kommentare und dass ihr uns in eurer Heimwerker-Community so nett aufgenommen habt. Dankeschön. So, nun also zum eigentlichen Inhalt unseres Formats. Wir haben hier im Haus gerade zwei große Baustellen. Das eine ist das Gästezimmer im ersten Stock und das zweite ist der Keller. Im Gästezimmer im ersten Stock haben wir mit der RG 130 und der TPR 100 die alten Bodenbelege entfernt, wie ihr auf dem Kanal schon gesehen habt. Dann haben wir die Wände verputzt, einmal grob, und werden als nächstes mit der MFE 40 von Metabo Kabelkanäle in die Wand fräsen und Steckdosen in die Wand fräsen. Wir werden Leerrohre für Datenleitungen in die Wand legen, damit ich später mal auf Glasfaser aufrüsten kann, wenn ich möchte oder so und so weiter. Wir müssen eine Decke oben im ersten Stock noch einziehen. Es wird eine Rigipsdecke mit indirekter LED-Beleuchtung, damit morgens im Zimmer auch die Sonne aufgehen kann. Wird garantiert spektakulär. Wir werden mit dem KAE 3251 ein paar Decken durchbrechen, damit wir all diese schönen Kabel auch hier nach unten in den Keller kriegen. Weil hier kommt unsere Schaltzentrale hin. Auf die Wand, die wir verputzt haben. Den Putz haben wir mit unserem REW EV 1202 angemischt. Werden wir noch eine dünne Lage Spachtel aufbringen, diese mit der Festool Planex schön glatt schleifen und dann zwei Hager Schaltschränke montieren. Einmal ein 5-Felder-Schrank, einmal ein 2-Felder-Schrank. Wenn das erledigt ist, werden wir die Außenwände mit Sanierputz versehen. Und wenn ihr all das nicht verpassen wollt und all die Dinge, die noch kommen werden, zum Beispiel viele Holzarbeiten, dafür haben wir ein tolles Werkzeug. Wir haben eine Domino DF500Q Plus, die wir auf jeden Fall unboxen wollen und benutzen. Wir haben eine TS75 EBQ Plus, ebenfalls unboxen und benutzen. Wir haben auch eine CAPEX 120, unboxen und benutzen natürlich. Ja, wenn ihr all das nicht verpassen wollt, abonniert den Kanal. Wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Tipps für mich habt, wie gesagt, ich bin Laie, ich freue mich über alle Tipps. Schreibt mir bitte in den Kommentaren, ich werde euch auf jeden Fall persönlich antworten. Danke nochmal für die vielen Klicks und bis wir uns wiedersehen. Habt Spaß mit Werkzeug. Zu guter Letzt noch ein bzw. zwei Nachträge in eigener Sache. Das erste ist, wir werden versuchen, jeden Dienstag und Samstag für euch jeweils um 18 Uhr ein neues Video hochzuladen. Und das zweite ist eine kleine Bitte an euch. Wenn ihr auf heimwerkerhelden.de aktiv seid, votet doch bitte für unseren Kanal. Das ist auch ganz einfach. Ihr geht auf Video, dann Kanal vorschlagen. Da gebt ihr dann unseren Kanal ein, Spaß mit Werkzeug. Und wenn ihr ihn dort gefunden habt, gebt uns einen Daumen nach oben. Das würde uns wirklich sehr glücklich machen. Ja, vielen Dank für eure Mühe. Habt Spaß mit Werkzeug!